Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen hier bei Earn Krangus und einen weiteren epischen Let's Test. Diesmal mit dem Spiel, ich traue es mich gar nicht auszusprechen, Landwirtschaftssimulator 2013 oder in englischen Farming Simulator 2013. Yay! Ich weiß nicht, wann die Idee entstanden ist, aber ich wollte schon immer mal einen Let's Test zu dem Spiel machen, weil das ist ja das, was ich eigentlich nicht verstehen kann oder was man sich erstmal wirklich reinziehen muss. Landwirtschaftssimulator 2013 oder Farming Simulator 2013 ist in den Verkaufscharts, das muss man sich wirklich mal in die Birne, das muss man sich mal reinziehen, ist vor Medal of Honor Warfighter, also vor den neuen Medal of Honor, ist dieser Landwirtschaftssimulator 2013. Deswegen teste ich mit euch heute die Demo an. Sehr wichtig ist nur die Demo. Aber ich denke mal, Demo sollte reichen, um euch das ein bisschen zu Gemüte zu führen, sag ich mal. Wir testen ja das Spiel. Oder, ja, wir testen es mal. Und ja, wir können auch am Anfang hier natürlich bei der Demo nur eine Welt auswählen. Das ist Hagenstedt. Und da steht folgendes. Willkommen zur Landwirtschaftssimulator 2013 Demo. Hier können Sie sich ein erstes Bild der neuen Spielewelt machen und die grundlegenden Mechaniken des Spiels kennenlernen. In der Vollversion können Sie sich auf viele zusätzliche Features freuen, wie zum Beispiel Kauf oder Verkauf von Fahrzeugen, Geräten und Tieren, Kauf oder Ersteigerung von neuen Feldern, Missionen, die während der Karriere erledigt werden können, bis zu 30 Spielstände zum Speichern und Wer braucht 30 Spielstände? Nur mal so eine Frage. Dann noch Multiplayer-Modus und ein erweiterter Mod-Support. Und als allerletztes natürlich noch 10 zusätzliche Tutorials für den schnelleren Einstieg in das Spiel. Tauchen Sie ein in die facettenreiche Welt der Landwirtschaft. Viel Spaß. Ja, also hier alles. Erstmal zu Demonstrationszwecken. Wir haben ja auch Geld, mit dem wir, glaube ich, auch bei der Demo gar nichts anfangen können. Aber ist ja auch erstmal egal, ne? So, wir laufen jetzt mal. Ich zeige euch im Prinzip mal die ganzen Welten. Also hier die Welt, die Fahrzeuge und so weiter und so fort. Dies ist Ihr neuer Bauernhof. Folgen Sie dem Schotterweg links, um zu Ihrem Abstellplatz, um zum Abstellplatz Ihres Hofes zu gelangen. Okay. Also links ist dann hier wahrscheinlich da unten. Ist dann wahrscheinlich unser Hof. Ja, müssen wir mal schauen. Hallo, kann er... Ah, er kann rennen. Es kann rennen, das ist schon mal gut. Hatte ich gerade eben nicht noch 6000? Ist ja komisch. Erinnert mich auch von der Spielewelt ein bisschen an Herr der Ringe Online, ne? Das sieht ein bisschen aus wie bei so ein paar Hobbits. Aber nun gut, ja. Was ist das? Ein Telefon? Die Helpline? Die Helpline. Die Helpline erhält eine Menge Hinweise zum Spiel, die in... Ach so. Ja, stehen dann... Kann man da noch Sachen nachlesen über das Spiel? Also, wie das läuft mit den Landmaschinenhändlern... was braucht man wozu und so weiter. Also auch nochmal ein erklärendes Telefon. Die Helpline halt. Da hinten fahren auch schon ein paar Leute. Ja. Und, oh ja, wenn die erste Gerätschaft stehen, da können wir gleich einsteigen. Wunderbar. Finde ich schon mal... Ach ja, der Farmer, Mensch. Das bin aber auch originalgetreu. Das sieht aus wie ich, ne? Also haben sie mich gut getroffen, muss ich sagen. So... Ankuppeln. Was? Ankuppeln? Was denn ankuppeln? Ach, das Ding da vorne muss ich noch ankuppeln. Ist nämlich gar nicht dran. Jetzt aber schon. Und Schneidewerk schenken auf V. Und Ernter anschalten. Okay, dann wummern wir mal ein bisschen übers Feld hier. Ja, nicht schlecht, du. Also wie gesagt, ich kann mir das eigentlich... Oh, sie fahren zu schnell. Mensch, wenn das zu schnell ist, dann müsste das Zeug hier nicht eigentlich alles weggemetert werden. Oder war das, weil ich zu schnell fahre? Sicherlich, weil ich zu schnell fahre, ne? Okay. Schneidewerk heben, Ernter abschalten. Also der Ernter ist an, warum
Macht denn das Ding dann nichts? Jetzt macht's doch was. Wunderbar. Fahren wir mal wie ein Betrunkener durchs Feld. Hui. Nee, komm, rechts, 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 rechts. Und dann fahren wir hier nochmal. Ich frage mich, wer den ganzen Kram aufhebt. Hier, die Maschine schmeißt ja auch das ganze Getreide hier hinten wieder raus. Ist ja klar. Aber ich frage mich, wer das dann macht. So kenne ich mich dann auch nicht aus. Obwohl man sich da nicht auskennen muss. Ich denke, das gehört mehr zur Allgemeinbildung. Hui. Obwohl ich nicht weiß, wie das bei den Großstadtmenschen ist. Ich komme ja auch so... Ja, ich wohne in einer Stadt, aber ist auch mehr so ländliche Umgebung, sag ich mal. Deswegen kennt man das vielleicht hier noch mehr. Aber ach komm, hier. Meter mal einfach mal weg mit den Dingen. Hoch mit den Erntehelfer. Schneidewerk heben, so. Also wenn uns da jetzt einer reinlaufen würde, das wäre bestimmt auch lustig. Dann könnte man so ein richtig brutales Spiel draus machen. Das wäre natürlich bei Cry of 4 auch sehr nützlich. Kommen die Zombies nur noch so an? Du fährst nur drüber. Oh, wir fahren zu schnell. Wir müssen aufpassen. Wir müssen ja wirklich aufpassen, dass wir keine Unfälle bauen. Das ist hart. Das ist fast Need for Speed Style. Echt krank hier. Echt harter Shit. So, komm, jetzt. Jetzt machen wir den Überstand. Wir springen hier durch diese kleine Luke und wir schaffen es nicht. Ah, wir schaffen es aber zurück. Okay. Naja, lass mal dich erstmal stehen hier. Was ist das? Kartoffeln und Zuckerrüben. Ach, hier kann ich Kartoffeln und Zuckerrüben lagern. Ja, da vorne stehen aber noch ein paar Spielzeuge, die ich natürlich auch ausprobieren werde. So. Warte mal, die kann ich doch bestimmt hier hinten dran hauen. Hey, ankurbeln. Oder ankuppeln. Hm, ankurbeln wäre auch nicht schlecht. Oh, der fährt schon ein bisschen schneller, du. Den könnten wir schon ein Rennen gewinnen. Und wir fahren einfach mal aus Spaß eine Runde übers Feld. Hat er kein Nitro oder so? Hallo. Mach mal schneller. Und jetzt fahren wir ganz gefährlich im Kreis und holen aus zum Super Schub und fahren jetzt irgendwo volle Bude davor. Obwohl ich glaube, volle Bude ist. Aber wartet mal, mal sehen, ob wir das Ding da hinten ummetern können. Glaube ich zwar eher weniger, aber... Angriff! Egal, das geht hier wirklich. Das müsst ihr euch ansehen, wie das da steht. Komm ich hier überhaupt drauf? Und so baut man sich eine Treppe, ne? Fast hoch... Ja, darüber könnten... Ich habe eine Idee. Ich habe eine richtig lustige Idee. So, dazu muss ich aber erstmal hier wegkommen. Ja, aber... Ich glaube, das mit dem Wegkommen können wir hier allgemein vergessen. Aber da, zum Glück haben wir ja hier vorne noch ein paar Spielzeuge. Bevor wir die benutzen, zeige ich aber auch noch ein bisschen kurz was vom Spiel. Für die Leute natürlich auch, die sich für die Spiele interessieren. Steckt ja eine ziemlich große Gemeinde. Da, Entschuldigung. Steckt eine ziemlich große Gemeinde hinter dem Spiel, muss man ja auch sagen, weil sonst wäre das Spiel garantiert nicht so weit oben in den Verkaufscharts. Das ist ja mal klar. Da muss eine riesen Community dahinter stecken, hinter so einer Sache. Also von daher, ja. Hier können wir dann wahrscheinlich mit einem unserer Wagen den Dünger holen. Aus diesem Ding. So, dann schauen wir mal hier. Das sieht beinahe aus... Ja, hier holen wir uns dann den Treibstoff. Den können wir später auch kaufen. Also das geht jetzt natürlich in der Demo nicht. In der Vollversion kauft man sich halt den Sprit aus verschiedenen Läden, was weiß ich. Und kann dann hier aus diesem Ding, hat man dann den Sprit drin und kann seine Wagen dann damit auftanken. Dann hätten wir hier natürlich noch die Hühnerfarm. Yay! Oder Hühnerstall. Da kommen natürlich die Kühe hin. Ist ja klar, für einen Hühnerstall. Und... Wir spielen weiter. So, das Ding hier. Ah, hab ich noch gar nicht gesehen, dass man damit auch spielen kann. So, mit Kuh können wir wieder ankuppeln. Ach, das ist eine Sämaschine. Mit V können wir das wieder senken. Mit O können wir die Saat wählen. Und dann können wir
Ein Feld, glaube ich. Ofenfeld. Naja, ist egal, brauchen wir nicht. Achso, wir müssen das Gerät auch jetzt auffüllen erst. Deswegen. So, jetzt versuchen wir die beiden hier mal freizufahren. Ja, es hat geklappt. Das Ding ist aber auch ziemlich langsam, muss man sagen. Hui. Oh, jetzt fahren wir natürlich auf zwei Rädern. Das ist der Oberstuntman. Aber pass auf, ich habe was ganz anderes vor. So, mit dich fahren wir nämlich, mit dir fahren wir hier hin. Dann fahren wir mit dir auch wieder weg. Das könnten wir ja schaffen. Brauchen wir vielleicht nicht mehr... Oh, okay. Dem geht's schlecht. Hallo. Fahrt aber weiter. Ah, okay. Also man sieht, sehr schwere und umfangreiche Tricks müssen hier angewendet werden, um das Fahrzeug wieder zu befreien. So, wartet mal. Bam! Nee, du sollst so stehen bleiben. Oder könnte auch so klappen. Hey, und hops, aua, hopsala. Und jetzt nehmen wir mal Anlauf. Und wir sind auf dem Dach, jawohl. Vielleicht kommen wir da rüber noch. Kommen wir noch da rüber? Ich habe eine Idee. Wartet, wir fahren den anderen Karren, fahren wir jetzt dahin, dann springen wir auf das Dach und kommen auf... Wartet, das wird lustig. Das wird lustig. Den Traktor da hinten probieren wir zum Ende natürlich auch noch aus. Aber erstmal hier. So, wie immer, ihr könnt euch eure eigene Meinung zu dem Spiel bilden. Ich denke mal, wie gesagt, meine Meinung wird man kennen. Allerdings respektiere ich es wirklich, dass es so eine große Fangemeinde hat. Wie gesagt, man hört es wahrscheinlich. Ich bin verblüfft, dass das Spiel solche Verkaufszahlen hat. Und... Hallo, hoch hier. Wunderbar. Hallo, du sollst doch einfach nur aufs Dach springen, Mensch. Das wird doch mal möglich sein hier. Bloß glaube ich nicht, dass mein Plan aufgeht. Ja, das Ding ist zu tief. Ja, das ist zu tief. Naja, probieren wir das andere Spielzeug noch aus hier. Was macht man damit? Los geht's. Komm, fahr Nitro. Der erste Stunt wäre geschafft. Oh, der fährt auch wieder schneller hier. Und dann crashen wir jetzt einfach mal hier volle Bude davor für das Ding hier. Bam und weggehauen. Mensch, ist das realistisch. Seht euch dieses Kunstwerk an. Und von daher sage ich auch an dieser Stelle, reicht's mit diesem kleinen Netztest. Ja, das ist der Landwirtschaftssimulator 2013. Ziemlich weit oben in den Verkaufscharts mittlerweile. Und macht euch eure eigene Meinung vom Spiel. Ich sag ciao, euer Krangus.